Ich möchte in diesem Video zeigen, wieso die AfD, die Alternative für Deutschland, eine sehr gute Partei ist, die unser Vaterland voranbringt. Und ich möchte in diesem Video zudem Gründe zeigen, warum man diese Partei wählen sollte. Also, der erste Grund, warum man die AfD wählen sollte, ist, dass sie die Leistungsträger in Deutschland entlastet. Leistungsträger, ihr fragt euch vielleicht, was das für Leute sind. Hier seht ihr sie. Mal ausnahmsweise fälschlicherweise auf der linken Seite dieses Diagramms. Das sind die Leistungsträger. Das sind die reichsten 10% der Bevölkerung. Diese Leute erwirtschaften den Wohlstand in Deutschland, deswegen haben sie auch den größten Teil des Vermögens. Die AfD will für diese Leute die Vermögens- und die Erbschaftssteuer streichen. Auf der rechten Seite dieses Spektrums seht ihr den anderen Teil. Das sind Versager. Die können überhaupt nichts. Und zu diesen Leuten sagen wir, also sagt die AfD als ganz klares Mantra, Freiheit statt Sozialismus. Solche Leute bekommen gar nichts, weil sie nichts verdient haben. Sie haben in ihrem Leben noch nie was geleistet. Natürlich könnte man jetzt sagen, dass man eine gerechtere Sozialpolitik, eine gerechtere Bildungspolitik, alles so eine leninistischen Ideen, die die AfD ganz klar ablehnt. Sozialistische Ideen wie mehr Bildung oder ein gerechteres Steuersystem wird es mit der AfD nicht geben. Wie gesagt, die AfD lehnt die Erbschafts- und Vermögenssteuer ab, um die Leistungsträger, die ihr hier links seht, zu entlasten. Das ist wichtig für unser Vaterland. Wenn du jetzt zu diesen Versagern gehörst, ist das natürlich kein Grund, sozialistischen Ideen anzuhängen oder dich für eine gerechtere Politik oder sowas in Deutschland einzusetzen. Sondern du hast etwas viel Besseres. Etwas viel Besseres als eine bessere Zukunft, eine bessere Politik. Du hast durch die AfD etwas, auf das du stolz sein kannst. Du hast dein Vaterland, Deutschland. Wir sagen, dass du wieder stolz auf dein Vaterland sagen kannst. Also es hat jetzt keine andere Partei gesagt, dass du das nicht sein sollst, aber wir betonen das nochmal. Deutschland ist super und wir können stolz auf Deutschland sein. Auf alles, was Deutschland in seiner Geschichte geleistet hat. Alexander Gauland hat völlig richtigerweise gesagt, es ist nur ein Vogelschiss, was in 12 Jahren deutscher Geschichte, die auch gar nicht so wichtig waren, mal passiert ist. Und genauso können wir stolz auf die Leistungen der deutschen Soldaten in 2 Weltkriegen sein. Und selbst wenn im Zweiten Weltkrieg ein paar Sachen passiert sein sollten, die vielleicht nicht ganz so gut waren, dann können wir da trotzdem stolz drauf sein. Denn selbst dann war diese gesamte Zeit nur ein Vogelschiss in über 1000 Jahren erfolgreicher deutscher Geschichte. Doch vielleicht reicht es dir nicht, stolz zu sein auf dein Land. Du willst vielleicht noch irgendwem die Schuld geben daran, dass es dir selber nicht so gut geht. Weil du halt zur rechten Seite dieser Statistik gehörst, die halt in ihrem Leben noch nicht so viel geleistet hat. Aber selbst dann, wenn du noch nichts geleistet hast, kannst du stolz auf Deutschland sein. Das ist das Schöne an Deutschland. Du musst nichts dafür leisten. Und die AfD gibt dir noch etwas Besseres. Sie gibt dir einen Schuldigen für dein Versagen. Sie gibt dir ein Feindbild. Flüchtlinge sind grundsätzlich an allem schuld. Die kommen einfach so übers Mittelmeer hierher, einfach nur weil sie in ihrer Heimat politisch verfolgt werden oder um ihr Leben fürchten müssen. Was ist das denn für eine unglaubliche Rumheulerei? Die müssen nicht nach Deutschland kommen. Was soll das? Wir haben hier keinen Platz mehr. Also wir gehören vielleicht nicht zu den 10 Ländern, die am meisten aufgenommen haben. Und die 10 Länder, die am meisten aufgenommen haben, sind wesentlich ärmer als wir. Aber das ist egal. Flüchtlinge haben hier nichts zu suchen, das sind Muslime, die bedrohen unsere Kultur. Warum wissen wir, weiß die AfD selber auch nicht, aber ist ja jetzt nicht so wichtig. Hier zählen nicht Fakten, hier zählen Emotionen und Flüchtlinge bedrohen uns. Aber selbst wenn du Flüchtlinge nicht als Bedrohung empfinden solltest, was du definitiv solltest, Flüchtlinge sind ja eine Bedrohung, wie du siehst. Guck mal, wie viele das sind. Wir sind 500 Millionen Europäer und dann, wenn da jedes Jahr ein paar hunderttausend Flüchtlinge dazukommen, dann werden wir umgefolgt. Das ist definitiv so. Auf jeden Fall gibt es noch einen weiteren Grund, der definitiv für die AfD spricht. Die AfD setzt sich für warmes Wetter ein. Wer will kein warmes Wetter bzw. Klima? Hier sieht man die Durchschnittstemperaturen der letzten ungefähr 100 Jahre. Es ist immer wärmer geworden und das ist ein Trend, der sich fortsetzen muss. Die AfD sagt deshalb, Kohlekraftwerke anlassen, erneuerbare Energien runterfahren. Das sichert nicht nur in unsere Energieversorgung, sondern sorgt auch für höhere Temperaturen. Wir werden gleich sehen, kaltes Wetter hat in der deutschen Geschichte Deutschland nur geschadet. Das hier sind die Temperaturen im Holozän. Den ersten roten Pfeil, den ihr da seht, der zeigt auf die spätrömische Kaltzeit.
Zu dieser Zeit sind in Mitteleuropa Hunnen eingefallen und haben die germanischen Stämme vertrieben. So etwas darf nie wieder passieren. Nie wieder dürfen asiatische Völker aus Zentralasien abwandern, weil es da zu kalt oder zu trocken ist. Deshalb soll es wärmer werden. Nun zum zweiten roten Pfeil. Diese Zeit war die kleine Eiszeit. Da gab es in Deutschland unter anderem den 30-jährigen Krieg. Das Erste Reich ist zerfallen. Das sind alles Dinge, die nie wieder passieren dürfen. Und nun kommen wir zum schlimmsten Ereignis. 1941 gab es einen so kalten Winter, dass deutsche Truppen im Osten Europas aufgehalten werden. Stellt euch vor, was passiert wäre, wenn das niemals passiert wäre. Dann wäre diese Welt definitiv eine bessere. Deswegen müssen die Temperaturen steigen. Immer weiter steigen. Und kommen wir nun zum letzten Punkt. Der letzte Punkt ist ein sehr trauriger. In Deutschland werden Minderheiten diskriminiert. Das sind arme Leute, die einfach nur Sachen gesagt haben, die andere Leute nicht so gut finden. Dieser Mann hier zum Beispiel wurde einfach so angefeindet, nur weil er gesagt hat, dass es einen lebensbejahenden afrikanischen Ausbreitungstypus gebe und einen europäischen Platzhaltertypus. Jede herzlose andere Partei hätte diesen Mann sofort rausgeworfen, weil es sich hier um ekelhaftesten Rassismus handelt. Aber die AfD hat ein Herz aus Gold. Sie hat sich für diesen Mann nicht nur eingesetzt, er ist auch weiterhin in der Position als Landesvorsitzender in Thüringen. Da sehen wir es. Jeder, der behauptet, die AfD hetze gegen Minderheiten, hat Unrecht. Die AfD setzt sich für solche armen Minderheiten ein, die einfach so zu Unrecht angefeindet werden und die dafür überhaupt nichts können. Hier sehen Sie den Beweis. Die AfD hat ein Herz für Benachteiligte. Und nicht nur das, dieser Mann hat in Thüringen die zweitmeisten Stimmen geholt. Nächste Wahl, die schon dieses Jahr stattfindet, schafft er vielleicht die meisten. Ihr seht, die AfD ist eine Partei der Hoffnung. Zwei Vorsitzende haben schon versucht, ihn rauszuwerfen, aber sie haben es nicht geschafft. Und auch die GEZ-Medien hetzen immer wieder gegen ihn. Auch das hat nichts gebracht. Also, ihr seht, die AfD ist stark und sie wird auch stark bleiben. Ziehen wir nun ein Fazit. Zeigen wir Mut zur Wahrheit. Also, die AfD will die Leistungsträger entlasten, was Reiche noch reicher machen würde und Arme noch ärmer und dazu führen würde, dass sich die soziale Spaltung vertieft. Und die AfD will zudem Flüchtlinge loswerden und stolz auf unser Deutschland sein, was die kulturelle Spaltung in unserem Land noch stärker vertiefen würde, aber das ist ja auch egal. Und die AfD sorgt für wärmeres Wetter, für wärmeres Klima, was nur gut für unser geliebtes Vaterland ist. Aber auch dazu führen würde, dass mehrere hundert Millionen Menschen sterben, Norddeutschland überflutet wird und ach, ihr kennt die negativen Folgen des Klimawandels alle, deswegen brauche ich sie an dieser Stelle, glaube ich, nicht aufführen. Kurz gesagt, die AfD ist das Beste, was unserem geliebten Vaterland in dieser gesamten Zeit nur passieren könnte. Also wählt sie im September.